Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Destiny Exit Projekt. So, wir waren da stehen geblieben, hier das Ding ein bisschen auszuplündern. Das machen wir auch jetzt noch fertig. Na, jetzt kann ich hier auch mein gutes Schwert benutzen. Es ist hier kein Schwert drin. Shiny Bubbles, das kann man nicht super benutzen, um. Shiny Bubbles kann man super benutzen für Tränke. Und zwar nämlich für Leuchttränke. Dass man die Leute vielleicht auch abwerfen kann. Dann leuchten die auch nachts. Das hat einen kleinen Vorteil. Und wir leuchten auch nachts. Dann machen wir auch sozusagen Lichtspender auch noch selber. Was? Ein Jasper-Block. Jawohl. Ich weiß nicht, was der macht, aber ich sag jawohl. Hier wird irgendwas Besonderes sein. Flame 1. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Aber ich habe Platz hier drin. Oh, warte mal. Weißt du, was wir machen? Gleich hier die Bücher richtig einsortieren. So. Dann können wir hier den Restschrott reinschmeißen. Dann gucke ich später mal, was man mit dem Jasper-Block machen kann. So, was ist hier drin? Buch, 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 Buch. Alles so Bücher. Da sind sowieso massig unten so viele Bücher drin, auch in Pyramiden. Und den Rest findet man dann halt immer nur Material. Aber man braucht auch Bücher. Ich den Block hier gar nicht. Den muss ich doch von. Also hier ist noch eine Truhe drin. Definitiv. Da ist auch noch eine Truhe drin. So, Smite. Hier müsste auch noch eine sein. Warum habe ich das vergessen, offen zu kloppen? Das weiß ich selber nicht. Oh. Komme ich hier durch? So, welche ist eine Mimik? Da ist eine Mimik. Ich glaube da. Ah, das sind alles drei Mimiks. Schade. Ich dachte, hier wäre noch eine Truhe bei. Komm schon. Tu es für mich nur. Dankeschön. Oh, hier fällt eine. Was ist hier drin? Buch, 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 Buch und Shiny Bubbles, Alter. Da werden wir später von massig haben. Hier habe ich alles weg. Hier habe ich auch wieder vergessen. Guck mal, hätte ich ein Buch vergessen, Eimer und ein bisschen Shiny Bubble und Brot. Ich wollte gerade sagen, was war das? Hörte sich wie an so eine Weg-Potion, die geworfen worden ist, aber weiter leider nicht. Düt, düt. So, Ding ausgeräumt. Hi, Amadillo. Düt, düt, düt. Schon wieder so ein O-Strich. Ich wundere mich mal, was hier hinter ist. Hier muss irgendwas hinter sein. Düt. Ja, das ist dahinter, aber warum, hä? Sieht doch voll komisch aus, oder nicht? Kommt mir das jetzt selber nur komisch vor. Hier ist da was hinter. Ja, das wurde nur so draufgesetzt. Das kann natürlich auch sein. Mal hier so ein bisschen hin. Ne. Ich dachte. So, auslernen und vielleicht so. Ach ja, die gute Musik. So, hier kommt der andere Mist rein. So, hier kommen die Bücher noch rein. Da habe ich auch gleich alles voll. Zack. Zack. Und zack. Vielleicht haben wir irgendwas auf Meer, auf Meer. Oh, Pelikan. Pelikan. Oh, lieber Pelikan. Da hinten sind Kürbisse. Ich brauche aber keine Kürbisse. Ich brauche entweder eine Festung oder so. Hier kann ich ja Bäume kaputt machen. Oh, Treibsand ist natürlich gemacht. Oh, warte mal, Treibsand? Ist da was da machen? Jetzt sammeln wir mal schön mit ein. Dann werden wir schöne Fallen mit rausbauen. Da kommt man nämlich eigentlich nur mit Hookshots raus. Und oder mit Elektrik auch. Mit Cloud Boots eher weniger. Können wir gleich mal austesten, wenn wir eins komplett auf dem Boden haben oder hier in so eine Ecke und dann werde ich mich mal in so ein Ding reinbegeben. Oh. Oh, da kommt auch noch was schwer raus. Das ist natürlich gemein. Aber egal, das werden wir als Falle benutzen, als Sicherheit. Den. So, Kürbisse nehmen wir mal ein paar mit. Dann können sie alle mitnehmen hier. Ah, genau, mal hier das ganze Seed-Zeug abbauen.
Mal versuchen hier durchzukämpfen. Was haben wir denn hier vorne? Kenne ich irgendwer? Ich glaube, da falle ich irgendwo rein. Will ich mal offen, oder? Hier fällt man nichts so rein. Was ist das hier? Ein Betrug. Das ist ein ausgelutschter Brunnen. Weiß es nicht. Oh, hier können wir einfach mal rudern. Nein! Leck, 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 leck. Ist das Giftplüre? Oder ist das nur Wasser? Oh, das ist nur Wasser. Das hatte ich auch schon mal, dass das einfach so Giftplüre ist. Oh, da hinten ist ein Turm. Ein Jasper-Block. Oh, das hätte ich alles mal wegschmeißen können. Egal, Geronimo. Da sind noch so Erzdinger. Da vorne auf dem Land, beziehungsweise auf dem flachen Ding ist aber ein Turm. Den werden wir jetzt erstmal besuchen gehen, den Turm, oder? Oh, da oben ist so ein Riftblade. Da gehen wir aber nicht rein. Aber wir gehen jetzt in den Turm. Mal gucken, was da drin ist. Was sind das für Türme? Das ist doch mal ein komischer Turm. Boah, ich hab schon... Nein, ich hab schon die Dinger gehört hier, die... Lohnklopfköpfe hier. Ja. Daneben. Ich hätte mal meine Scale-Rüstung anzünden können. Weil meine Cloud-Boots eh gleich kaputt sind. Da dann. Oh, alter Schwede. Alter Schwede. Spinne, kannst du mal drauf gehen? Erstmal den schön rausboxen, dann geht er mir nicht auf den Keks. Knochen. Hier, die brennbaren, die sind nervig. Oh, eine Etage nach oben. Ah, guten Tag. Können wir gleich noch einen hören. Noch einen hören. Oh, was ist er denn hier, Alter? Genau, Sprenne, dufte dich mal ab. Und du gehst jetzt irgendwo mal hin. Was ist das hier? Der kann weg. Der sitzt gut, der ist gut, der ist gut. Da bin ich auch schon wieder was vor. So, direkt ausleuchten hier. Ich kann wirklich, dass hier gleich ein Creeper spawnt. Ah, meine Cloud-Boots sind kaputt. Wie, nur eine billige Truhe hier, oder was? Denn ist noch so ein Ding. Und ich will auch nicht drauf gehen. Das wäre gar nicht gut. Hier ist noch eine Truhe, hier sind noch Spawner. Hier können wir eigentlich auch uns alles festspawnen hier. Hier können wir eigentlich, hier können wir auch was Ding rausbauen. Oh, die krieg ich auf Blaze Powder. Lalalat. Guten Tag. Oh, hier sind da voll viele Spawner. Die kann man eigentlich voll gut ausnutzen. Hier ist noch eine Truhe. Herr Lohnenmann. Na, Spinne, Alter, warum? Was besonders drin, aber hier ist eigentlich nur so schwach drin, ne? Aber sind eigentlich auch voll die geilen Tower. Die kann man super ausbauen. Da macht man die Mitte weg, macht dann eine Leiter hin und lässt dann alle zu sich spawnen immer. Hi Schaf! Und Spawn-Eier gibt's mittlerweile, geil. Was haben wir alles? Spinnen, Cave Spider oder sowas. Nice. Oh, Schaf auch noch. Geil, das können wir mitnehmen. Jetzt habe ich keine Spawn, nein, jetzt habe ich keine Cloud-Boots mehr. Nein! Ein Chocobo! Ein Chocobo! Kann ich leider gerade nicht mitnehmen. Ein Chocobo! Ich rüste mich mal mit Schaufel aus, weil es ja... Boah, ist denn, da unten wird eine Höhle sein. Oder? Weiß es noch nicht.
Aber wir werden die Dinge sowieso eine Auskunft schaffen. Dass wir alles nur mal sicher gehen können. Oder halt noch ein paar Fallen so zwischendurch einbauen. Ich weiß es noch nicht. Das Gebiet werde ich auf jeden Fall so ein bisschen ausmerzen, dass man das kaum noch wiedererkennt. Weil hier sind noch gute Holz... Also dieses Holz, was suche ich auf jeden Fall immer. Ich weiß nicht, ob ich das wieder anbaue. Aber habe ich auch eine gerade Fläche, also dass ich auf jeden Fall Sicht habe bis zum Erbrechen. Hier sind ja auch noch Treibsand. Da könnte man ein paar Reihen Treibsand machen. Und damit einfach Leute ärgern. Was war das denn jetzt hier? Palm Tree, okay. Nehmen wir einfach mal mit zwei mit. Lalalala. Hallo Zombie. So, nach Haus. Home sweet home. Können wir ein bisschen einsortieren. Können wir ein bisschen fertig machen. Gucken, ob alles fertig gebraten ist. Zumindest Glas. Dann müssen wir nämlich weitermachen. Im Spawner. Oder in unserem Haus allgemein auch. Oh, Creeper. Hi, Mr. Creeper. Immer schön die Spawn-Eier sammeln. So. Müsste ich auch noch Sharpness drauf haben. Beziehungsweise drauf machen. Ich hab keinen Platz mehr. Lalalalala. Oh, die ist falsch. Die kommt wieder hier rein. So, was spawnt alles gerade bei mir? Also, oh, diese ollen komischen Viecher haben mir irgendwie der Mist gebaut. Lalalala. So. Das Feld ist auch bald fertig. Hoffentlich. Das Fleisch ist fertig. Jetzt geht das Glas gerade dran. Und ich muss mir jetzt mal Cloud Boots machen. Beziehungsweise das Essen mal hier wegtun. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr nach oben. Wie komme ich denn jetzt hoch? Ich muss an die Kiste. Da bin ich gerade dran gekommen. 1, 2, 3, 4. Und ich muss an die Kiste da oben. Geht mal kurz weg. Es geht schnell abbauen, Erde. Hab ich gar nicht dran gedacht. Die sind ja nicht so weit oben. 32 Gold brauche ich, weiß ich. Lalala, kann man das einfach wegmachen? So, vier Federn in der Mitte, vier goldene Federn. Jetzt darf ich nichts runterboxen, sonst geht nämlich eine Feder kaputt und das ist gar nicht gut. So, und Cloudwoods, da machen wir nämlich, was machen wir da am Breaking drauf oder sowas? Federvoll brauchen wir nicht, wir brauchen da am Breaking. Verzaubern, dann sind die ein bisschen besser. Tun wir das noch reparieren hier, Afterlife können wir noch, nein, nicht 27 Level. Nimm es einfach raus. Boah, Armadillos, Alter, wie viele! Kann das einer erklären, warum? Die kommen nämlich alles durchs Loch geschossen da hinten. Aber die haben auch eine kleine Attacke, die geht schon ab. So, mit Cloudboots fühle ich mich gleich wieder tausendmal besser. Der Stab macht doch gar nichts, Alter. Die hittet die nur einmal an und fertig. Blöder Stab. Junge. Ich muss in der Trapdoor reinmachen. Hier kommen die meisten raus. Das finde ich voll lustig. Kannst einfach hier unten schlagen. Kannst mal Erfahrungspunkte sammeln. Stopp. Und hopp. Oh, ein Spider. Spider, willst du herkommen? Ja, ne? Komm mal her. So, gucken, ob hier nichts in der Nähe ist. Nein, da irgendwas. Nein. Tue nämlich was auslernen hier. Den müsst du mal auslernen. Goldbarren. Tue ich auch mal gerade eben rein. So, Jasper-Block weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Und hier ist alles unnötige Zeug. Ein paar Spawn-Eier. Eine Spitzhacke oder so. Da auch noch da drin. Oh, nächste Truhe anfangen. Ein bisschen Gravel. Oh, eine Spitzhacke, die können wir eigentlich hier reintun. So, und nun würde ich sagen... Geh mal raus und ich würde sagen, hoffe, hat es euch gefallen. Bis dahin, euer Flashshooter LP und nicht vergessen, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr das freiwillig unten machen oder bewerten. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Bis dahin, euer Flashshooter LP und tschüss.